herzlich willkommen zur Sondersendung bei den Blockchain Brothers. Ja, heute haben wir ein spannendes Thema, Thomas. Hauptthema wie angekündigt heute, ETF-Rückzug und am Ende der Sendung noch den CoinMarketCap. Ja, bevor wir zum ETF richtig einschlagen und zur SEC, möchte ich ein bisschen was erklären. Die Profis unter euch kennen sich ja schon aus, aber ich vielleicht oder meine Mutter oder meine Oma wissen nicht genauso Bescheid, was eigentlich die ETF und die SEC für die Zukunft des Bitcoins, für den Kryptomarkt auf sich hat. Und deshalb möchte ich euch einiges erklären. Ja, Fondsmanager. Was macht ein Fondsmanager? Ganz einfach erklärt, ein Fondsmanager holt sich die besten Firmen in den Warenkorb. Die Firmen müssen eine Aktiengesellschaft sein, so ähnlich wie Facebook, Google, Twitter, Amazon. Und jetzt gehe ich davon aus, der Fondsmanager kauft in der Früh ein, holt sich die besten Firmen in den Warenkorb und dann kommt eine schlechte Nachricht, zum Beispiel über Facebook, und der würde mit der Aktie fallen. Dann ist im Fondsmanager seine Aufgabe, sofort raus mit Facebook, hinein mit Twitter, die machen mehr Gewinne, und wenn er diesen Switch sehr, sehr gut organisiert, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, dann steht ein großes Plus bei seinem Fonds. Und das ist die Aufgabe des Fondsmanagers. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, wann darf der Fondsmanager mit welcher Ware handeln? Dazu braucht er eine Genehmigung. ETF, SEC, Thomas, dein Ball. Genau, also er braucht immer die Genehmigung der amerikanischen Aufsichtsbehörde, in diesem Falle die SEC. Ja? Die entscheidet dann, wird der Antrag genehmigt oder wird er nicht genehmigt. Und in genau dem Fall haben wir im Kryptomarkt momentan. Am 2. Juli 2018 hat er mit der Chicago Börse CBOE FANEC SolidX das Produkt Bitcoin Trust eingereicht und die SEC hat das dann kontrolliert, angesehen und ist zum Entschluss gekommen, zweimal verschoben. Okay, zu dem Thema SEC möchte ich nochmal ganz kurz sagen, in Europa kennen wir zum Beispiel in Österreich die FMA, Finanzmarktaufsicht, in Deutschland BaFin, sowas ist eine Institution, genau. In Amerika heißt es SEC. Ohne SEC geht nichts, kann man das so sagen? Ohne SEC geht nichts, also ohne SEC kannst du nicht auf der offiziellen Börse in Amerika handeln. Ja, war wie ein Schlag ins Gesicht. Meiner Meinung nach, glaube ich, haben sie schon einige vorher erfahren, genau, dass der ETF zurückgezogen wird. Offizielle Meldung war der 23.01. ist die Meldung durchgesickert, also da hat die SEC bekannt gegeben, dass FANEC selbst den ETF zurückgezogen hat. Da gibt es mögliche Gründe dafür. Einer der Gründe ist dafür, dass in Amerika momentan gerade der Shutdown ist, also die Haushaltssperre. Und da muss man sich das so vorstellen, da sind einfach viele Mitarbeiter nicht am Arbeitsplatz, weil sie entweder nicht bezahlt werden oder in den Zwangsurlaub geschickt werden. Und darum FANEC ganz clever gemacht, Rückzug vom ETF, und wenn die Haushaltssperre aufgehoben ist, dann reichen sie den Antrag neu ein. Also da bin ich sicher, dass das der Grund war, wenn ich mir mal so weit hinauslehnen darf, bin überzeugt davon, dass das der Grund war, warum dass die den Antrag zurückgezogen haben. Man muss sich vorstellen, 800.000 Menschen in Amerika stehen 4 Wochen vor geschlossenen Türen, das heißt 4 Wochen kein Gehalt, und das ist der Shutdown zu verdanken, hat der Donald Trump gerade organisiert. Genau. Ja, wir wollen jetzt in die Politik gehen. Thomas, du hast ein bisschen was vorbereitet am Bildschirm, Bitcoin ETF SolidX. Genau. Da haben wir von der besten, sage ich mal, gute Zeitung BTC Echo.de, der Bitcoin ETF SolidX teilt Rückzug des FANEC-Antrags mit. Ja, da haben wir die Nachricht, die Chicagoer Optionsbörse CBO, und gibt viele Neuigkeiten dazu. Anstatt zu versuchen, zum Beispiel unter dem Radar der SEC durchzuschlüpfen oder ähnliches, haben wir den Antrag einfach zurückgezogen. Also darum sage ich wieder, das haben die extrem gut organisiert. Es wird jetzt natürlich in der Community gemunkelt, dass die Antragsteller, also FANEC selbst, die haben ja jetzt den Ball wieder. Ja. Aber die SEC hat natürlich jetzt wieder die Möglichkeit, bei Neuantragstellung den wieder zu verschieben. Also es wird ganz spannend im Jahr 2019. Ja, warum ist das für uns wichtig? Das erkläre ich vielleicht ein bisschen dazu. Neues Geld kann natürlich hineinfließen in den Bitcoin, in die ganzen Altcoins. Wir wissen ja, wenn der Bitcoin steigt, hat er die Vergangenheit bewiesen, steigen nicht die Altcoins auch. Und solange das nicht geregelt ist, kann das für oder wider sein. Gebt uns einfach einen Kommentar dazu. Was sagt ihr dazu? Brauchen wir die Genehmigung? Brauchen wir sie nicht? Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Definitiv, frisches Geld von der Wall Street kann nur dann funktionieren, wenn die Genehmigung erteilt ist. Stimmt das? Genau. Ja, das stimmt absolut. Also wenn die SEC entscheidet, Bitcoin Trust passt, ETF-Antrag geht durch, dann kommen die großen Institutionen und schieben Kapital in den Markt. Das ist eine einfache Milchmädchenrechnung und die geht auch nur so auf, wenn die SEC für Ja stimmt.
Okay, kann ich nur dazu sagen, mehr Kapital, Kurs steigt, das ist das, was mich interessiert. Schauen wir gleich einmal zum CMC, Coin Market. Genau, schauen wir auf den Coin Market. Da wissen wir gleich, ob die Kurse gestiegen sind heute. Genau, wir haben heute eine Marktkapitalisierung von 120 Milliarden Dollar. Also Platz 1 immer noch Bitcoin, heutiger Kursstand 3.597 Dollar. Momentan immer noch in der Seitwärtsrange, also da hat die ETF-Entscheidung diese Woche überhaupt nicht für Panik gesorgt. Dazu möchte ich sagen, letzte Woche ist ja der Bitcoin schon gefallen, deswegen ist er schon gemogelt worden. Die großen Wale, die großen Fische, wenn man das so sagen darf, wussten es wahrscheinlich schon letzte Woche, dass diese Entscheidung zurückgezogen wird. Da haben wir einen kurzen Sturz beim Bitcoin erlebt und auch bei den anderen Altcoins. Genau, die ziehen nach wie vor immer mit, nichts ist momentan noch abgenabelt, obwohl ja immer wieder gesagt wird, XRP nabelt sich ab. Der liegt auf Platz 2 mit 31 Cent in Dollar, Ethereum Platz 3, 117 Dollar, Bitcoin Cash, EOS, Stablecoin Theta notiert gerade bei einem Dollar. Ja, also soweit vom CoinMarketCap. Im Endeffekt alles eine Seitwärtsbewegung momentan noch, ja. Ich würde einfach sagen, dranbleiben, spannend bleiben. Für euch wünschen wir auf alle Fälle ein gutes, schönes Wochenende am Montag, Dienstag oder Mittwoch. Schaltet wieder ein, wir sind wieder live dabei. Thomas, danke für deine super Erklärung. Im Endeffekt sagen wir Dankeschön und Tschüss, ciao. Blockchain Brothers. Hat euch die Sendung genauso viel Spaß gemacht und so gut gefallen wie uns beiden? Dann checkt uns deinen Daumen und abonniert uns. Danke.